Leute, ich grüße euch und ihr wisst, freitags ist Unboxing Time. Und ihr seht schon hier, ich probiere wieder ein neues Setup aus. Erstmal ist es mit dem Mic auf jeden Fall so besser, ne? Wir können mich immer besser hören. Dann habt ihr mich. Ich kann dabei sitzen. Und zweitens habe ich hier natürlich die Handy-Variante und sowas alles wieder. Was ich sehr, sehr gut finde. Was ich sehr, sehr gut finde. Und dann kann ich einfach so hier zu euch ins Produkt reingehen. Und dann kann ich euch die Produkte im Zoom sozusagen besser vorstellen. Ich bin gleich sehr gespannt, wie das Ganze sein wird und wie es aussehen wird. Gebt mir ruhig mal Feedback, was ihr besser findet im Stehen oder im Sitzen, Leute. Oder im Sitzen. Ich muss selbst nochmal gucken nach dieser Aufnahme, was ist. Ich habe ein Paket bekommen, Leute. Ich habe ein Paket bekommen. Und zwar das hier. Und wenn ich nichts leake, dann. Und wenn ich nichts leake, dann steht hier drauf. Rapala. Rapala, Leute. Ich hoffe, ich habe nicht meine Adresse geleakt. Na? Da. Rapala. Und natürlich ist wieder dabei unser Freund Svenny. Und natürlich auch UVI, Leute. UVI auch. Leute, und jetzt mache ich dieses Paket mal auf und hole mal nach und nach raus, was hier drin ist, Leute. Was hier drin ist. Ich guck mal gerade. Das hier ist schon so. Zack. Zack, zack, zack. Vorher hatte ich halt diesen höheren Ständer. Oh Gott, ich habe es falsch rum aufgemacht. Das passt ja. Typischer Dead. Oh ja, oh mein Gott, ich glaube, oh mein Gott. Tatsächlich, Leute, wusste ich schon, dass Rapala irgendwas machen wird, denn nachdem ich gesagt habe, ich fahre in den Urlaub, habe ich ein bisschen mit Rapala gesprochen und Rapala hat gesagt, hey, Dent, wir machen dir ein geiles Paket fertig, damit du auch Wolfsbarsch fahren kannst. Und wenn ich das hier so sehe, alter Schwede, vor allen Dingen, wo du sagst, hey, wir haben da jemanden in der Gegend, der kennt sich da besonders gut aus und der sagt dir, welche Köder da sehr gut fangen und dann kannst du mal schauen, was so, Alter, die sieht so krass aus, ich werde da die ganze Zeit nur diese Köder fischen. Ich muss erstmal noch gucken, wie die überhaupt funktionieren und sowas alles. Die sehen ja echt crazy aus. Aber kommen wir mal zum Punkt, Leute. Kommen wir mal zum Punkt. Rapala hat mir ein Paket geschickt. Und wir fangen einfach mal an. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wobbler dabei. 8 Wobbler, Leute. Mit denen wir auf Wolfsbarsch gehen werden. Mega. Da fangen wir mit dem einfach mal an. Der Max Rap, Leute. Rapala Walk and Roll 10 Max Rap Maximum Swimming Action. Oh mein Gott. Was steht innen drauf? Blue Smelt Maximum Futures Perfect Balanced and Designed for Super Long Cast and Idle Stance in the Water. Aggressive Spitting Topwater Walk the Dog Action. Ah, ein Topwater Bait. Geil. Aber erkennt man auch, weil der hat keine Schaufel vorne. Seht ihr? Keine Schaufel vorne. Was hat denn da so für einen Punkt noch? So ein Glitzerpunkt. Gucken wir gleich mal raus. Gucken uns das mal an. Ne? Mal echt ganz gut aus. 10 cm lang, 13 Gramm schwer. Hat so eine kleine Kugel drin, ne? Hört ihr das? Hat so eine kleine Kugel drin, ne? Und dann wahrscheinlich das hier, was hier ist, oder? Oder es halt einfach zum Werfen, damit der extra lang geworfen werden kann. Sieht auf jeden Fall mega aus. Walk'n'Roll Topwater-Köder. Das auf Wolfsbarsch. Ich habe nie gehört, dass jemand einen Wolfsbarsch auf Topwater fängt. Ja. Noch nie wirklich gehört, aber sieht scharf aus. Oder? Sieht richtig cool aus. Sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Aal. Wie so ein Sandaal, oder? Wie so ein Sandaal.
Haken sind sehr scharf. Ja, Haken sind sehr scharf. Doppeldrilling. Und den einfach übers Wasser ziehen. Geil, Mann. Hat doch so eine geile Form, ne? So eine gewölbte. Habe ich noch nie gesehen, den Köder, ne? Grüne Augen. Ich bin sehr gespannt. Ich werde den auf jeden Fall walken, talken. Ich hoffe, es wenig. Ich weiß gar nicht. Braucht man dabei mehr Wellengang viel? Muss ich mir mal sagen, ja. Ob man da das viel braucht. Der ist schon mal nice. Den haben wir, glaube ich, nochmal. Lass mich gucken. Sagen wir mal, hier. In der Farbe aber. Genau der gleiche. Ne? Oder ist der kleiner? Ne, ist genau der gleiche, ne? Die sehen echt aus. Na, mal gucken, das ist der. Das ist der Bleak. Und das ist der Blue Smelt. Und hier haben wir die. 10 cm, 13 Gramm. Genau, ey. Der sieht auch geil aus. Wie so eine Schlange. Wie so eine. Wie soll ich nennen? Wie so eine Blindschleiche, oder? Wie so eine Blindschleiche. Dann kommen wir. Das ist ein Thema, was mir viele gesagt haben. Stickbaits. Lange Stickbaits, so Wobbler Stickbaits, die man durchs Wasser zieht. Und da haben wir hier den Max Rap 11, Leute. Rapala Max Rap 11. Gib mir Autofokus, Bro. Ja. Max Rap 11. 0,3 bis 0,9 Meter schwimmen. Ist suspending. 11 cm lang und 13 Gramm schwer. Auch hier. Geil, eigentlich kann ich meine Hechtpeitsche einfach mitnehmen, ne? Ich meine Hechtpeitsche. Sieht geil aus, geiler Wobbelschmobbel. Den habe ich auch nochmal in Gelb. Hier, Max Rap 11. Vielleicht holen wir mal den Gelben einfach raus, oder? Holen wir mal den Gelben raus. Ich sag euch, wenn ich mit irgendeinem Köder einen Wolfsbarsch fange, ne? Wenn ich mit irgendeinem Köder einen Wolfsbarsch fange, ich raste komplett aus. Boah, jetzt den werde ich fischen, Leute. So ein schöner, gelber Rapala Max Rap 13 Gramm. Max Rap 11. Der auch eine Rasse so? Ja, der ist auch. Ah. Haken festhalten. Der ist auch sehr rasselig. Eine Kugel drin. Also die Kugel könnte auch zum. Erstmal zum Effekt sein, aber wahrscheinlich auch zum weit werfen. Ne? Sieht wunderschön aus in meinen Augen. Richtig schönes Gelb. Oh mein Gott. UV aktiv. Unten am Bauch. Könnt ihr das sehen? Und hier auch dieser. Alter, der ist so UV. Alter, ist der geil. Ist der geil. Guckt euch das an. Welche Farben der hat. Das ist die krassesten UV-Aktivität, die ich jemals gesehen habe. Nur die vom Double Bass war bisher krasser. Das ist das krasseste UV-Grün, welches ich jemals bei irgendeinem Köder gesehen habe. Alter Schwede. Und das Orange knallt auch richtig hart rein. Alter Schwede. Ey, die Frage ist, wenn der so ballert, ballert dann der andere auch? Ballert dann der andere auch, ist die Frage? Oder ist der einfach dann so natürlich gehalten? Ja, der ist eher natürlich gehalten, ne? Ja, keine UV-Aktivität. Ja, keine. Ne? Aber der ist so natürlich. Schön am Tag, den natürlich, wenn es ein bisschen dunkler wird oder so, dann bam, 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 den da durch. Da werde ich jetzt auf jeden Fall nicht machen, wie der Fisch dann beißt. Sonst habe ich gleich zwei Haken. Weil die kannst du ja auch nicht nur auf Wolfsbarsch fischen, oder? Dann ziehe ich einfach auf jeden Fall mal, wenn es beim Gewässer besser geht, auf jeden Fall auch mal Gewässer. Und wenn er nur 0,3 bis 0,9 geht, dann kann man den bestimmt auch ein bisschen zum Zanderwobbeln nehmen. Geil. Gelb ist ja wohl ultimativ sick. Der ist echt krass. Feier ich. So. Ich habe heute übrigens eine News über Rapala gehört, dass Rapala jetzt ihre Nachhaltigkeit wächst. Das Programm, was sie vor 2 Jahren gestartet haben, das setzen sie jetzt um. Das Nachhaltigkeitsprogramm. Und werde ich aber auch demnächst in den News berichten. Und die haben wir auch. X-Rap 11. Ey, ich freue mich jetzt schon, ne? Dann haben wir hier den Saltwater X-Rap. Ich glaube, auf den gehen wir als nächstes rein. Der ist richtig fett, Leute. Heavy Duty
Long Casting Saltwater X-Rap. Alter, da gehen die Dicken drauf, Leute. Da gehen die Dicken drauf. HD Blue Sardine. Ich frage mich, ob da auch so Makrelen drauf gehen, ne? Oder Mefus. Ich weiß gar nicht, ob da an der Ecke, wo sie sind, überhaupt Mefus gibt. Na, wir gucken, bevor ich hier aufmache. 0,3 bis 0,6 Meter Schwimmtiefe. Ne, 1 bis 2 Meter Schwimmtiefe. 10 cm lang, 41 Gramm. Meine Route geht bis 60 Gramm und dann wird gekeult. Rein damit. Andererseits, hol ich den mal raus. Oh, Alter, der ist richtig heavy, Mann. Der ist richtig heavy. Hat keine Rassel. Man sieht wunderschön aus. Alter Schwede. Zu schön, um damit überhaupt zu fischen. No joke. UV-aktiv? Nee, ist er nicht. Aber sehr, sehr natürliche Farben. Ne? Boah, ey. Krass. Ja, auch das Maul hier so vorne mit dem Detailverliebtheit, der Kopf mit dem kleinen Gelbton hier. Ne? Richtig schön. Oh mein Gott, ich werde den so fischen, ey. Ich habe richtig Bock. In einer Woche geht's ja schon los. Also wenn ihr das Video sieht, in einer Woche bin ich dann schon in den Niederlanden. Bin ich dann schon in den Niederlanden? Und sind wir jetzt irgendwie näher rangezoomt? Ja, ne? Ich hatte gerade einen kleinen Defekt. So. Kamera ist eben kurz ausgegangen. Irgendwie bin ich dann schon in den Niederlanden und dann wird es auch keine Angeln-News geben, ne? Ich weiß nicht, ob es Freitag ein Unboxing geben wird. Kann ich euch nicht sagen. Aber der ist schon mal scharf. Das ist der X-Rap Magnum Prey Saltwater Extreme Casting. Krieg ich dich da auch wieder rein? Kapala muss man einfach sagen, ne? Einfach solche fantastischen Unterstützer meines Kanals. Immer wieder meinen Content am Gucken, reagieren darauf, wollen nur das Beste und das ist einfach so, so schön. Ich liebe Kapala einfach. Ich liebe Kapala einfach. Und hier ist der gleiche. Aber hier ist der Slashbait. Der X-Rap XR10. Das ist ein anderer. 1,2 bis 4 bis 6 Meter. Ne? Das ist ein tieflaufender. 10 cm, 13 Gramm. Immer noch an der Schaufel. Oh, guck mal, den kann ich einfach so hier rausholen. Okay. Oh. Der hat doch so eine Dings. Oh, der hat eine richtige Rassel, passt auf. Der rasselt wild, Leute. Ich mir direkt meine Finger gerasselt. Der sieht richtig schick aus, oder? Der ist bestimmt auch, der ballert bestimmt von der UV-Aktivität. Ich sehe schon kommen. Weil der so tief geht. Aber gar nicht mal. Hier, auf jeden Fall. Die Front des Köders. Ist auf jeden Fall sehr UV-aktiv. Und das Grün auch, ne? Das Grün leicht. Die Front ist krass, Alter. Die Front ist krass. Sieht richtig schön aus. Diese Linie hier sieht interessant aus. Für den Lauf ist das hier ist auch spitze. Ich bin sehr gespannt. Wirklich, die Köder sehen alle so geil aus, dass ich denken würde, boom, Junge. Da muss doch was gehen. Ich werde die alle so durchfischen. Ohne Witz, ich habe richtig Bock. Einfach den ganzen Tag da zu stehen und zu fischen. Wenn da nichts drauf geht, na, dann weiß ich auch nicht. Dann gehe ich Hechte fangen damit. Mega, ey. Einfach nur schön. Hier die Schaufel. Hier auf der Schaufel irgendwas drauf. Na, Rapala steht da noch drauf.
Mega. Ja, nice. Wieder weg. Rapala. Der X-Rap. So. Dann haben wir noch zwei Leute. Der Shadow Rap Chat Deep. Der sieht auch sehr, sehr slow rising. Das heißt, du wirfst ihn rein. Er hat 1,5 bis 1,8. Nee, 5, hier 5 bis 6 Meter Schwimmtiefe, 9 Zentimeter, 12 Gramm. Und ist ein Jerkbait. Den jerkst du an, kannst wahrscheinlich auch leicht einkurbeln. Und wenn du ihn stehen lässt, dann. Keine Kugeln. Keine Kugeln. Wenn du ihn stehen lässt, dann steigt er ganz langsam auf. Chat-Dieb. Sieht geil aus. Oh, bisschen. Oh, das untere. Das lila und blau. Na, sehr leicht UV-aktiv. Vorne nix. Und das Blau wird einfach so ein bisschen zu einem lila Ton. Ganz leicht. Vielleicht auch in der Karte. Aber nimmt es auf jeden Fall an und verändert sich in der Farbe. Recht schön. Bin sehr gespannt. Na, das. Tauchschaufel, wenn du den dann so anziehst, puff, und dann. Geil, Mann, ey. Feier ich sehr. Slow Rising. Shadow Rap Shad Deep 09. Oh mein Gott. Auch so Wobbler, ne? Die müsste ich eigentlich auch alle mal nicht nur auf Wolfsbarsch testen, sondern eigentlich auch so. Werde ich auch machen. Ich werde mir mal so eine Wobbelbox holen. Machen. Holen. Machen. Und der ist hand-tuned and tank-tested. Was steht hier noch? Original Rapala Wobbler. The Original Finnish Minnow. Oh yeah. Das ist der CDE 95. Hier sind die Daten drauf. 4 Meter Tiefe. 95 mm. Und 14 Gramm. Ja, 95 mm sind 9,5 Zentimeter. Ah ja, okay. Dann passt. Hat mich jetzt gerade verwirrt. Hä? Boah, Alter, erstmal, wie schön er sich anfühlt. Rau. Nicht so glatt wie jeder, sondern hier an der Seite einfach mal rau. Und die Farbe, einfach mega schön. Wieder zwei Drille hinten. Hier sieht man auch erstmal perfekt, wie verarbeitet ist, ne? Haken dran, ne? Oh Mann, der sieht echt geil aus. Das ist auch so eine Größe. 9,5, 10 cm, da habe ich mega viel Vertrauen drin in sowas. Jetzt haltet euch fest. Oh, Baby! Das wird so pink! Das wird so pink! Und pink geht immer, wisst ihr? Pink geht einfach immer. Hier unten wird's ein bisschen lila. An der Seite. Also Punkt. Oh mein Gott. Der geht einfach ab. UV-aktiv oben, auf dem Rücken. To the fullest, Mann. Einfach to the fullest. Eine wunderschöne Antenne. Rassel drin, habe ich schon getestet. Keine Rasse, aber braucht er auch nicht. Braucht er auch nicht, ey. Das ist der Counter on Elite, ne? Ja, Mann, ey. Ich glaube, ich hatte mal den Counter on Elite noch einen anderen, naja, aber bin mir nicht ganz sicher. Das ist der Pink Yamaha. Pink. Nix Yamaha. Das ist der Pink Yamami. Ha? Der Gilded Pink Yamami. Oh, yes. Ey. Ich freue mich richtig. Das ist wirklich super, super lieb. Rapala weiß ich sehr zu schätzen. Und mein Dad und ich, wir werden uns sehr freuen. Wir werden damit auf jeden Fall Wolfsbarsche hoffentlich. Oder irgendeinen anderen Fisch. Das sind so vielversprechende Köder. Da muss einfach was gehen. Da muss einfach was gehen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und einfach so großzügig und nett, Rapala einfach. Da geht einfach Liebe an euch raus. Ja. Die ganzen Links zu Rapala etc. verlinke ich natürlich unten in der Infobox. Rapala nochmal herzlichen Dank für diesen Support, für den Urlaub, dass da hoffentlich was bei rumkommt und auch, dass da hoffentlich ein geiler Wolfsbarsch bei rumkommt. Ich würde mich auf jeden Fall so, 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 so freuen. Und das Gute an der Sache ist, ich habe keine andere Wahl, irgendwas anderes zu fischen. Ne? Ich könnte wahrscheinlich noch so ein.
noch so ein Sandal-Imitat holen, also als Gummi. Und ansonsten, weiß nicht, vielleicht so kleine Mini-Blinker, aber sonst war es das auch. Das wird meine Vorbereitung für Wolfsarsch. Wolfsarsch. Fürs Wolfsbarschangeln sein, ne? Und irgendein Makrelensystem noch. Das war's dann aber auch. Ich hab schon Bock. Ich werde ein Makrelensystem machen und dann werde ich einen so ein Drilling dran. Hier einen so ein Wobbler ran machen. Und dann geht's ab, Leute. In dem Sinne, Leute, falls ihr im Wasser seid, ein dickes, dickes Petri. Ich wünsche euch einen wunderbaren Freitag. Lasst es euch gut gehen. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund. Euer Icy. Ciao.